Hallihallo, Hallöchen, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Quiz Together, Wer wird Millionär, Staffel 2 mit mir, dem LTP und den Hannes. Yay. Warte mal, wieder schnell auferzählt, oder? Damit wir gar keine Zeit verlieren, weil wir sind so voller Tatendrang und wollen unbedingt die South Park Edition spielen, wo Hannes so viel Ahnung hat, wenn wir den... Haben wir eine neue Farbe? Der grüne sah anders aus. 1, 2, 3, 4. Stimmt, die haben wir dann auf einmal noch lila. Sonst nicht, haben wir nie immer lila. Sonst hier der grüne? Nee. Wir haben immer den schwarzen. Ja, aber war er nicht immer grün? Nein. Aber wir haben auf einmal 5 und nicht 4 Farben. Sonst haben wir immer nur blau, grün, gelb und rot. Und jetzt haben wir bei der South Park Edition haben wir noch die lila. Was ist passiert? Nur damit wir noch einen schwarzen haben, bestimmt. Bei anderen haben wir gar nicht geguckt, ob wir das lila haben. Haben wir nicht. Haben wir gar nicht geguckt? Doch. Haben wir nicht geguckt? Haben wir nicht geguckt. Das ist voll schlimm, die meisten Menschen wissen bestimmt gar nicht mehr, dass euer übelster geile Running Gag war in der letzten Folge. Eine Woche ist das schon her, Leute. Ja. Das müsst ihr euch nicht gemerkt haben. Das Schlimme ist, dass wir 2 Minuten von der letzten Folge entfernt sind. Tja, wir müssen das nur wissen. Und 15 von der letzten, von der nächsten. Und sie diese Figur nach ihrem Alter, die älteste der erst. Oh fuck. Ja, Grandpa, Chefkoch, Eric, Ike. Schauen wir uns das Ergebnis. Ich bin gut, oder? Ja, das war dein schnellstes. Ja, fand ich auch. Ich habe schon Menschen gesehen, die sind nach 60 Sekunden gekommen, also von daher. Da bist du echt schneller. Glückwunsch. Ja, mit 13,74 Sekunden bin ich da doch schon Weltrekordhalter. Aber ist das gut? Es nagt ganz schön am Ego. Tut mir leid, Bro. Du hast mich auch angesprochen. Du bist aufs Thema gekommen. War ja auch geil. Das ist schon ein sehr hartes Thema, ja. Das kann man so sagen. Hart war es auf jeden Fall. Aber nur kurz. Come on! Schon wieder? Viel, viel Glück. Das sagten mir damals auch die Frauen. Du bist schon fertig. Schon geschehen, Leute. Scheiße. Tumble. Let's get ready to... Tumble. Sagen die da das richtig? Ja, gut. Das ist hätte sein können, dass die irgendwas... Ich habe auch gerade überlegt. Wegen Damien. Da gedacht, ja, das Tumble macht ja Sinn. Hey, da soll D richtig sein. Lüge. Wir haben auch gerade C genommen. In Spiel und Spaß mit Waffen werden die Jungs als welche Art japanische Kampf dargestellt? Ninjas! Benjis. Blödsinn, ey. Benji ist doch kein Kämpfer, ich bitte dich. Echt mal. So ein komischer Säufer aus Filler, der Filler-Folgen macht in seinen Let's Plays. Was bedeutet die Abkürzung ABFs im Titel einer Episode aus Staffel 9? Allerbeste Freunde. Allerbeste Freunde. Woo! Freunde für immer, Freunde für immer, Freunde für immer. Ring, ring, ring. Ja? Ja, man merkt schon. Oh. Nein, ich hab zu schnell geklickt. Kacke. Kacke, Sharon. Nein, nicht mal Sharon, nein, was da war ich? Oh mein Gott. Es ging um Cartmans Mutter, nein. Shame on you. Nein. Dann war wohl nichts. Vielleicht sollten wir mal das nochmal spielen und dann den neuen Bubi nehmen. Nein! Ja, das ist dein Glück heute. Oh. Du kannst nichts, du weißt nichts, du bist nichts. Du bist, was du isst. Und ich habe heute noch nichts gegessen, außer Kinder Bueno. Bueno, ist für ein Spanier? Scheiße. Kein Wunder, warum wir rausfliegen in jeder Runde. Um mal wieder zum Fußball zu kommen. Ja. Wovon ich nicht mal ein Spiel gesehen habe. Aber man kriegt so alles mit, ja. Wir wollen jetzt den Grünen nehmen. Ja. Bist du dir sicher? Dieser komische Junge, ne? Der ist bestimmt voll schlau. Come on. Schon wieder. Come on. Hey, guck mal, wir haben 2 Schwarze im Publikum. Oh mein Gott. Und ein Latino. Oh. Oh mein Gott. Und ein Japaner. Oder ein Asiate. Und Günni. Oder ein Inder. Wahrscheinlich ein Inder. Ein Indianer. Spiel.
Du sortierst. Aber du hast doch die Maus. Schauen wir uns das Ergebnis an. Keiner will wissen. Alter. Oh. Gar nicht so schlecht. Ich habe hier aber schon die Frage. Ordnen Sie die Folgen, in der Chefkoch kam, die erste zuerst? Klingt logisch. Die erste immer zuerst. Chronologisch nach Ihrem Ausstrahlungsdatum, so besser? Ja. Um mal mich wieder ein bisschen gewillt auszudrücken. Gewillt? Ja. Alles ist gut, solange du wild bist. Ich bin gewillt. Ich bin gewillt, mit dir diese Folge zu spielen. Oh, das ist schön. Das freut mich sehr. Ich bin dabei. Da würde ich sagen, wichsen wir drauf. Um das Abkommen zu unterzeichnen. Igitt. Was für ein Fastfood-Restaurant baut Cartman und Kennys Tod aus Stammzellen? Eine Pizzeria! Pizzeria. Ist Italien eigentlich noch drin? Nee. Ha, sind auch schon raus. Haben sie wenigstens ein bisschen Pizza noch ja, egal. Cowboy Hood. Cowboy Hood. Eine Melone wäre cool. Oh ja. Das steht ihm bestimmt super. Das wäre echt cool. Darf ich sagen, dass es ganz schön warm ist? Ja. Das ist ganz schön warm. Welche Farbe hat Eric Cartmans Haar unter der Mütze? Braun. 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 Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Sie haben 300. Sie können es genauso gut das ist. Habt ihr gehört, Zuschauer? Ihr könnt es genauso gut ihr könnt euch genauso gut blamieren. Wie heißt die Bürgermeisterin von South Park? Wow. Jack Daniels? Murder King? Morrison, oder? Ich weiß das doch nicht. Plus, das ist doch kein Frauenname, oder? Der Nachname. Du hast es versaut, Hannes. Ich hab doch gesagt, ich weiß es nicht. Die richtige Antwort ist D. McDaniels. Ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Nichts gewonnen. Ich weiß noch nicht von South Park. Warum antwortest du dann? Na, irgendwer muss ja antworten. Okay. Mann. Lief ja richtig gut. Ich glaube, wir knacken unseren Weltrekord in Sachen starten. Vielleicht spielen wir nochmal Videospiele. Oh ja. Sind wir immer fast gut. Oh ja. Booya. Booya. Run. Von Kim Possible. Mit ihren dreieckigen Brüsten. Ja. Da kann sie aber auch nichts für, Edith. Klar. Sie hat sich so zeichnen lassen. Man fängt ja nicht erst mit den Brüsten an. Die hatte bestimmt schon Arme. Die hätte sich wehren können und hätte da den Stift so ein bisschen verschieben können, damit es ründlicher wirkt. Nee. Hätte sie nicht. Hätte sie nicht. Oh, kommt schon. Star Trek Spiel. Was weiß ich denn? War bestimmt richtig fast und so. Borg. Naja. Wollte schon immer mal zu der Klingonen Academy. Ja, ne? Klingt logisch wie klingonisch. Logisch. Klogisch? Ist aber klogisch? Ist klar, oder? Ist klar, klar? Klar, klar. Na klar. Aber klar. Nimm den rein. Oh, kann man das nicht irgendwie überspringen? Ich glaube, es ist auch nicht so gedacht, dass man sich das 10.000 Mal in 5 Minuten anguckt. Vor allem, wir haben ja schon wirklich über 20 Spielstunden bei dem Spiel. Gut, ne? Finde ich übertrieben. Wie viele Folgen hat eigentlich eine Staffel bei dir? Ich habe mir überlegt, so 30. Wie viel sind wir in der zweiten? Das ist jetzt die 14. Folge. Oh, haben wir noch ein bisschen. Ja. Oh, Sonic. Ich musste gerade aber echt überlegen. Ich hatte nämlich vorhin erst meine Werbemillionär-Folgen, die alle hochgeladen sind, schon auf der externen Festplatte erstmal abgespeichert, beziehungsweise rübergezogen, weil da sind ja meine ganzen Backups. Von daher. Ja, wer liegt nochmal seinen Namen? Ein Decathlon-Spiel, als er 1984 eine olympische Goldmedaille gewonnen hat. Weißt du schon?
Du bist hier der Sportexperte. Ja. Weiß ich nicht. Weil das ist eigentlich total fies. Was denn? Die Videospiel-Edition holen sich die ganzen Nerds, also die, die keinen Sport machen, sich nicht duschen und nicht rausgehen. Und dann solche Fragen mit Sport drin. Den Telefon-Joker. Ja, es gibt halt auch Sportspiele, ne? Aber das sind dann keine Nerds, die sowas spielen. Klar, irgendwie müssen sie sich doch sportlich hier betätigen. Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Oh. Das geht nur, indem man Pfandflaschen zum Edeka schleppt. Und tausendmal die Flaschen umlagern darf. Vielleicht sollten wir mal antworten. Ja, und zwar mit einem. Wir kontern mit einem Telefonjoker. In der zweiten Frage. Das ist heftig. Oh Gott, oh Gott. Kannst du dich noch an die Folge. War das mit dir? Warst du dabei, wo wir ewig lange bei diesem Telefonjoker-Fenster waren? Mit diesen Ausgegrauten? Oh. Nee. Nee, das war mit Benji. Ich erinnere mich, das war mit Benji. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal gezeigt hatte. Nee. Da hatte er selbst 5 Fragen später noch gesagt, nehmen Sie den Telefonjoker. Nehmen Sie es doch einfach. Nehmen Sie den Telefonjoker. Immer wieder, nehmen Sie den Telefonjoker. Wir hatten den schon längst genommen. In welchem klassischen Computerspiel kommen Geister mit den Namen Blinky, Pinky, Inky und Clyde vor? Pac-Man! Ich wollte jetzt Pong nehmen. Nein! War sich Donkey Kong? Blinky Kong, Pinky Kong, Inky Kong. Und Clyde Kong. Clyde war der Behinderte. Bisher hatten sie keine Behinderte? Oh mein Gott. Wie heißt die Sprache der Sims in dem Spiel von Electronic Arts? Simni? Symphony? Simlish? Simlian? Simlish. Das klingt ja richtig himmlisch. Ich weiß es nicht. Du bist doch hier der Sims-Experte. Ach, Mann. Ich kenne mich ja echt überall aus. Ja, du bist ein verdammtes... Multitalent. Ja, und vor allem ein verdammtes. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einer Wer wird Millionär-Folge auch meine Sims-Frage hatten. Und da hast du die Frage verkackt. Die Entscheidung nicht abnehmen. Nein, das war die Frage, von welchem Publisher es war. Ich wusste, dass sie Electronic Arts war und ihr habt's verkackt. Nee, das war mit Maxis. Maxis, genau. Ich wusste, dass es von Electronic Arts ist. Ich hab's zumindest gewusst und ihr wart scheiße. So, und du hast gesagt, ziemlich, ja? Ja, hab ich. Na, Penner, nimm das. Ich hab dich auch lieb. In your face. Dies ist die letzte Frage, bei der die Gefahr besteht, leer auszugehen. Vor allem, wenn du anderen irgendwas im Face donnerst, dann gibst du dir wenigstens Geld. Aber bei mir einfach nur so ein kalter Luftschub. Jetzt lies doch mal bitte. Ach ja, welche Super Mario-Figur war eigentlich in Forbes, Ratties, Fictional People und dort 1 Milliarde Dollar wert? Das ist ihre Entscheidung. Was ist denn das Forbes, Ratties, Fictional People? Ich hab keinen Plan. Irgendwas, wo man Figuren kaufen kann. Was heißt es nochmal, Royalties? Ich denke mal, ist das nicht ein Name? Weltweites fiktionale People? Forbes welches Nein! Bestimmt Yoshi. Ich der ist übelst viel wert. Ist falsch. Prinzessin? Wir sind echt gut. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Royalties Fictional People ist. Ich denke mal, irgendwie eine Zeitschrift. Warum ist die Prinzessin so viel wert? Weil sie geil ist. Sie hat runde Brüste, also ist schon mal besser als Kim Possible. Ja. Aber sie verhurt ihr ganzes Leben bloß. Sag ich doch, weil sie geil ist. Sie verhurt ihr ganzes Leben, weil sie geil ist. Ja, das macht Sinn. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Runde. Ich würde sagen, das wird heute nichts, ey. Ich glaube, das wird auch nichts. Wir können ja schon mal anteasern, was wir heute versuchen wollen aufzunehmen. Kommt das denn hier danach? Das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Richtig. Weil wir haben ja ein paar Folgen. Richtig, aber es kann. Ich denke mal, es soll eigentlich nach meinem Rayman Let's Play kommen und ich weiß jetzt nicht, wann da vorbei ist. Naja, die hier kommt erst in, keine Ahnung, Monat, 5 Wochen. Sortieren Sie die X-Men-Spiele chronologisch in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung. Witcher's Wolverine, Wolverine's Revenge, Next Dimension, X-Men Legends.
Oh, jetzt wird's heftig. Echt? Legends zuerst? Ich weiß es nicht, ich war mir jetzt auch gerade unsicher. Ah, Mist. War auch erst spät, ne? Ah. Origin. Oh, immerhin. Ja. Naja. Aber das Wolverine Origins-Spiel ist irgendwie sehr eigenartig. Ich hab's auch nie durchgespielt. Ha. Ist ja was ganz Neues bei dir. Ja. Ja, irgendwie schon. Beantworten Sie die nächsten 15 Fragen und gewinnen Sie. Ich habe in den Auge gepiekt. Das glaubst du doch selbst nicht, Günther. Dann wir das machen. Er glaubt an uns. Wenigstens einer. Ja. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich mir meine Schokoladenzigarette anstecke, dass ich irgendwie mein T-Shirt abfackel. Weil ich habe das obligatorische Feuerzeug. Aha. So weit immer vom Mikrofon weghalte. Aber auf jeden Fall wollen wir mit Frogger, dem Jogger, über Blogger doggern. Okay. Diesen Slang verstehe ich nicht. Sie haben 100. Verdogger die Cogger. Sau dich vom Hogger wie ein Jogger. Das verstehe ich noch. Welcher Duke von 1996 nicht erstmal so wie wir sehen, da willst du sehen, nee. Diese Antwort ist korrekt. Den Slang ist echt irgendwie cool. Ich komme gerade nicht drauf klar. Keine Probleme. Wie war das noch? Frauen werfen? Das war super. Das fand ich schön. Welche Technik erlaubt es, auf einem iPhone ein Spiel zu steuern, indem man es zur Seite neigt? Touchscreen, Stylus, Homebutton oder so ein Meter? Es ist Ihre Entscheidung. Meter, wa? Ja. Wusste ich doch. Komm mal ran hier auf den Meter. Noch näher? Es ist so warm. Du wolltest es so lang. Also dein Bein. Ja. Ja, in welcher Reihe von Computerspielen ist LYX Vance eine zentrale Figur? Alex? Alex Vance? Ich kann spielt die überhaupt vielleicht mit? Aber die wird anders geschrieben. Und ich weiß nicht, ob sie Vance heißt. Final Fantasy? Ich habe nur einen Teil von Final Fantasy gespielt. War ja nee, dabei? Zwei. Nein. Gut, dann ist sie das nicht. Ich glaube nicht. Crisis? Pff, weiß ich nicht. Soul? Ich habe Soul nie gespielt. Ich habe Dark Souls gespielt. Und habe kläglich gescheitert. Ich auch. Ihr ging es ja auch so wie mir. Und du bist kläglich gescheitert. Ja, wie weit bist du denn gekommen? Bis zum ersten Endboss. Erster Endboss? Endboss heißt doch Ende. Ersten Boss. Es ist Ihre Entscheidung. Der direkt am Anfang da? Der da runtergesprungen kommt, das dicke Vieh? Alter, bist du schlecht. Ja. Das ist doch noch Tutorial. Nee, also nach dem Tutorial, da musstest du ja erstmal so ein bisschen rumlatschen und dann musstest du ja nochmal gegen ihn kämpfen. Ja. Und da habe ich dann gekackt. Ja. Ja, brauchst du nicht wundern, wenn du verlierst. Ich hab da voll verschissen. Mann, jetzt hab ich mich aber in die Scheiße geritten, ey. Lass mal einen Joker nehmen, das wird doch nichts. Sehen Sie. Vielleicht jetzt habe ich gerade so ein schönes Wortspiel-Massaker hier auf die Zuschauer losgelassen und du unterbrichst es mit einem Joker. Das war einfach scheiße, Mann. Komm, Mann, sag was. Mann. Ich? Dein Freund hat. Siehst du? Ah, die wird doch anders geschrieben. Du spielst es doch zur Zeit, das musst du doch wissen. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Du solltest das doch spielen zurzeit, musst du doch wissen. Ja. Das ist die letzte Frage, bei der die Gefahr besteht, leer auszugehen. Ich fand das ja schon so lustig, wo ich das letzte Mal eine Aufnahmesession gestartet hatte. Da habe ich mich schon drüber lustig gemacht, dass ich es über einen Monat nicht mehr gespielt hatte. Und jetzt ist es schon wieder fast ein Monat her. Das ist, glaube ich, sogar schon wieder ein Monat her. Ja, das wissen wir auch nicht. Wer hat an Red Dead Redemption mitgeschrieben? Es liegt an ihm. Tja. Wir hätten jemanden anrufen können, aber du musstest ja die Frage davor verkacken. Liebes Publikum, welche Antwort ist Ihrer Meinung nach korrekt?
Du hast verkackt bei Dark Souls. Nee, ich bin da weitergekommen. Wie weit bist du gekommen? Bis zu den Gargoyles. Und wann kommen die? Später. Ah, danke. Die am häufigsten natürlich. Boah, ich hab's fast auf C geklickt, ey. Dan war das. Dan. Das ist die richtige Antwort. Dan ist mein Fan. Man. Man. Den solltest du mal kennen. Yes, we Dan. Can. Er kommt mit stylischen Rhymes. Und Freibier daheim. Lecker. Ja, Freibier ist immer nett. Wer findet in einem Nintendo DS-Spiel aus dem Jahr 2007 nochmal das Phantom Hourglass? Phantom. Daddy Phantom. Niemand sieht ihn. Er ist Daddy Phantom. Daddy Phantom. Boah, das war so cool immer. Ich wollte den Biker-Geist immer. Der war cool. Ja. Gab's das Phantom Hourglass? In Link? Nee, ich glaube nicht. Universum? Das kenne ich nicht. In Professor Layton? Das wüsste Basti. Aber ich finde Professor Layton, das klingt irgendwie am... Yoshi auf keinen Fall, oder? Was ist denn der damit? Wer ist Raguna? Keine Ahnung. Oder wenigstens mal ganz kurz googeln, wer Raguna ist. Nein, das können wir später machen. Oh. Der bloß hier mit der Schule der Pandora irgendwas hier ab, ne? Ja, jetzt ist es doch Raguna. Diese Antwort ist falsch. Es ist Link! Ich wusste es! Du wusstest es nicht? Ich hab's aber geschätzt. Nein, du hast gefragt, ob es das in diesem Universum gibt. Ich weiß es nicht. Ich klick doch noch auf Link, hast du es gehört? Ich hab drauf geklickt. Klick doch den Link an. Hahaha. Wir wollen weiter. Wir wollen weiter, aber leider erst in der nächsten Woche wieder. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Gut, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Quiz It Together, Wer wird Millionär, Staffel 2, mit mir, dem MetroTP, und dazu haben wir wieder den... Bonus. Bis dann, tschüss. Tschüss.